Hallo, ich bin Benjos aus dem Kinderchor der Deutschen Oper. Ich treffe mich heute mit zwei Oboisten aus dem Orchester. Juan und Iveta. Wie viele Oboenarten habt ihr denn eigentlich heute hier? Ja, 4. Oboe, Oboe d'amore, Englischhorn und Heckelfon. So, und wie findest du den Klang vom Oboe? Traurig, ein bisschen. Ja, also die Komponisten benutzen das oft, also für traurige Momente. Aber auch für schöne Momente, also für Liebe zu zeigen. Auch lustige Momente. Also es kann auch sehr lustig klingen. Manchmal auch oriental. Also die ist oft auch benutzt für einfach die Ton von ja, Arabia oder Orient. Wann hast du eigentlich angefangen, Oboe zu spielen? Ich habe angefangen erst, wenn ich 15 war, weil ich habe ab 6 Jahre Klavier gespielt. Ich habe wohl mit 9 angefangen. Also mein erster Oboe in der Hand habe ich mit 9 Jahren gekriegt. Also wann fängt man so normalerweise an? Wann? Also nicht früher als 9. Also als Kind, also reichen die Finger nicht. Und auch die Druck, die wir brauchen, also die Luftdruck, die wir brauchen, das ist nicht genug, also für ein Kind. Ich hab vorhin gesehen, du kannst ziemlich lang spielen, ohne nachzuatmen. Wie machst du das? Ja, das ist, erstmal, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ist trainieren, okay? Also, dass man die Luft anhalten kann? Genau. Ich trainiere also meine Lungen und meine Muskulatur, damit ich die Luft also so lange wie möglich das halten kann. Es gibt aber auch einen kleinen Trick. Also, das ist halt permanente Atmung. Das heißt also spielen und gleichzeitig atmen. Also durch die Mundblasen und mit die Nase einatmen. Okay. Das macht man mit die kleine Muskulatur hier. Man baut den Druck auf und dann also in dieser Zeit also nimmt man also deine Luft. Wird einem da nicht schwindelig, wenn man so einen hohen Druck ausübt? Ja, also wenn man so eine lange Phrase ohne Atmen spielt, also dann merkt man schon, dass also das die Sauerstoff, also Mängel, also Mangel ist. Ich habe gehört, dass man eine Oboe nicht stimmen kann. Normalerweise, also es ist nicht genau so, okay, aber die Oboe, also es gibt den Stimmton also an das Orchester weiter, weil es also das Instrument ist, die am schwierigsten, also die Höhe ändern kann. Aus welchem Holz besteht die Oboe? Oboe ist aus Grenadil. Das ist schwarz, also natürlich schwarz. Was gefärbt. Also ich dachte immer, das wäre lackiert. Genau, nein, Oboe sind nicht lackiert, also das ist natürlich Holzfarbe. Das ist ein Edelholz. Wenn wir zum Beispiel verreisen nach Amerika, dann brauchen wir ein Zertifikat dazu. Aber es sind auch andere Materialien, zum Beispiel Ahorn oder Palisander. Die sind ein bisschen weicher und klingen natürlich auch dann weicher. Müsst ihr die Rohre eigentlich selber bauen? Ja, das ist am besten. Wir können natürlich die Rohre auch fertig kaufen, aber niemand von uns in Oper kauft die Rohre, aber macht das selber, weil du kannst mit Rohre sehr viele Sachen beeinflussen. Ich zeig dir, wie das geht. Gut. Also die hohen Mundstücke kommen aus Bambus ursprünglich. Also okay. Die kleinen Stücke kaufen wir
5 Kilo davon und fange mir die Weste aus. Das ist ziemlich viel. Erstmal fangen wir mit dem Bambusstück. Müssen wir die schönste Teil aussuchen. Nächstes also müssen wir das Rohr in die richtige Länge schneiden. Gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Mundstücken vom Englischhorn und der Oboe? Genau. Ja, also die sind anders. Das ist alle die Maschinen, die ich hier habe, ist für Oboe. Iveta hat Englischhornmaschinen dabei. Aber eigentlich das Prinzip funktioniert genau gleich. Und das hier gehört jetzt zum Englischhorn? Das ist Englischhorn. Ah, genau. Und das hier ist Oboe. Ah, okay. Und dann mit dieser Maschine hier, dann dauert ein bisschen länger. Mikrometer. Und der nächste Schritt, also es geht an Iveta mit der Maschine, die sie da hat. Da schneidet die Seiten. Muss das beim Englischhorn eigentlich eine andere Dicke haben, also das Blatt? Ja, genau. Das Holz, das schon die richtige Form hat, man muss das in die Hülse aufbinden. Da, wenn man die Rohr aufbindet, muss man richtig merken, dass es keinen Platz dazwischen gibt. Ja, also sonst verliert man den Luft da und dann klingt nicht mehr. Wieso hat das Mundstück eigentlich ein doppeltes Rohrblatt und wieso nicht ein einfaches? Ja, also ein einfaches Rohrblatt, so wie zum Beispiel Klarinette oder Saxophon, die haben ein Mundstück und ein Rohr, ein Blatt, okay? Und die bauen das hier und diese kleine Teil vibriert. Oboe, wir haben zwei Blätter, die gegeneinander gebaut sind und dann vibrieren die zwei Blätter. Wenn wir nur ein Blatt ohne Mundstück hätten, dann kommt kein Klang. Hast du eine Lieblingsstelle, die du ganz, ganz besonders gerne spielst in einer Oper? Oh, Moment. Also ich würde sagen, Wagner-Opern spiele ich am liebsten und Parsifal, Karfreitag das Zauber würde ich vielleicht eines meiner Lieblingsstelle sein. Kommt die Oboe also in einer Oper an ähnlichen Stellen vor? Also wird sie an ähnlichen Stellen benutzt? Oft ja, also nicht immer. Also es gibt verschiedene Charakter, aber oft kommt Oboe in einem Moment, wo man alleine etwas fühlt oder isst oder Einsamkeit. Englischhorn hat einen melancholischen Charakter und deswegen auch in diesen Stellen kommt das oft oder an Stellen, wo um eine tragische Liebe geht oder auch eine pastorale Stellen geht. Ja, ganz typisch ist eine Stelle in Tannhäuser im ersten Akt, wo die Englischhorn-Melodie begleitet Pilger am Weg nach Rom. Es ist sehr schön für Englischhornisten, immer hinter der Bühne gucken, wie alles vorbereitet ist, von Techniker, von Licht, von Sänger. Die Bühnenmusik kann auch sehr spannend sein, weil wir haben ein Stück, wo wir sehr hässlich spielen sollen. Es ist der zweite Akt von Siegfried. An dieser Stelle, Siegfried geht einfach kämpfen mit einer Drache. Er wandert über Wald, wo ist dunkel, gruselig. Und er fühlt sich ein bisschen einsam und hört Vögelchen. Da klingt einfach Oboe. Aber er will einfach mit Vögelchen irgendwie kommunizieren und dann versucht er ein Instrument zu basteln und eine Rohre zu basteln und einblasen und das klingt einfach so.